Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vizibis Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. So, ich habe mir noch ein bisschen hier Fertilizer gemacht. Die Redstone Seeds sind fertig auf 10-10-10, also die Redstone Dendron Seeds. Einzige Problem ist, wir brauchen jetzt halt nur noch das Redstone Ohr. So. Hier das Teil ist fertig. Hab dafür dann nochmal weitere, hier Wasserräder angeschlossen und ich muss dazu sagen, jetzt haben wir genug Energie. Die haben sich eben nicht aufgeladen, ne? Okay. Also, kurzes Setup, einmal erklärt. Hier ist ein Cobblestone-Generator, also über eine Transfernode mit 5 World Interaction Upgrades. So. Fangen wir von der Seite an. Hier ist ein Pulverizer, der macht Gravel zu, Gravel zu Cobble. Cobble zu Gravel, das Beiprodukt Sand kommt in die Trashcan. Wird gesiebt, dann hier über einen Reinforced Filter wird gesagt, alles aus dem Mod Ex Nihilo und Another One Bites the Dust. Was broken ist, also generell alles da von den beiden, was dieser Mod-Owner gemacht hat, darf da rein. So. Somit kommt nur die Broken Ores hier rein. Die werden weitergeleitet in der Compressed Form in den Hammerer hier. Und das Zeug geht dann hier rüber in den Kompressor, weil hier kommt ja dann nur der Sand raus. Genauso wieder hier. Das und das, Sand und Crushed. Genau das gleiche. Hier hat mir ein bisschen Kabel gefehlt, habe ich ein bisschen improvisiert, aber klappt ja auch. Gleich dann nochmal hier. So. Hier wieder Powdered, Powdered, Another One Bites the Dust, Ex Nihilo, kommt da rein. Dann, alles was hier rauskommt, wird dann erstmal hier im Pulverizer geschickt, außer zwei. Hier habe ich dann, Moment, muss ich mal kurz so rumgehen. Hier ausgeschlossen, Aluminium und Yellowium, geht sofort hier rein. So. Man könnte jetzt meinen, ja gut, aber kannst du da nicht, das kannst du doch so Erz machen und kriegst mehr raus. Nein. Wir müssten 4 Yellowium Orders, also 4 Barren, müssen wir verwenden, um ein Yellowite Ore zu bekommen. Also wir würden 2 rausbekommen und das ist es nicht wert. So, das wird dann hier drin geschmolzen. Geht dann alles hier rein und hier habe ich so eine komische Verwirrung gemacht, ganz einfach. Weil ich noch sagen muss, hier Cactus Seeds, Aluminium, Ancient Spores und Exotic Seeds kommen da rein. Dürfen da rein, weil ich hier das ausgeschlossen habe. Weil sonst sehen die Broken Wars und so weiter auch hier den Weg rein. So, und ich habe noch nicht reingeschaut. Ich bin jetzt mal gespannt, was da drin ist. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir haben unsere Erze quasi verdoppelt. Alter. So, jetzt gehe ich jetzt mal da drüben aufräumen. Boah, hier ist auch schon wieder einiges drin. Alter. War da ein Cooper-Skeleton auch noch? Geil. Das gibt viele Knochen. So. Dann holen wir uns mal den Loot. Geil, ein Creeper-Herz. Ist schon der zweite. Mann, ich brauche Endermans. Ja, genau. Kein Enderman, aber 2 Witches, ist klar. Ist okay, merke ich mir. Ja. Was ist das? Ist das? Jawohl, eine Witches Hand. Nehme ich mit. Der Rest da kann verrotten. So. Generell müssten wir jetzt mal anfangen mit so ein bisschen besserer Energieversorgung. Werden wir jetzt auch machen. Jedoch. Ja. Ach wie schön, dass hier alles wäre, wenn das Virgin doch nicht wäre. Ja, ja, euer Doshi, ne? Hier, ich hab da schon wieder eine Idee. Die kann ich jetzt aber weg tun, die brauche ich nicht mehr. Zuallererst würde ich gerne hier für die Barren was anfangen. Und zwar will ich einen Grower Controller machen. Und Compacting Grower. So, der Grower Controller geht einigermaßen, braucht Redstone Controller. Netherquarz. Verdammt. Daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht.
Gut, jetzt könnte man meinen, ja gekommen, du hast doch so viel Obsidian, jetzt geht doch mal in Nether. Ist nicht. Der Nether ist genauso eine Void World wie alles andere. Ja, ich muss bitte ein bisschen überlegen, weil den Diamond Chipset habe ich fertig. Was haben wir dann stattdessen machen? Wir fangen jetzt mal an mit dem Nuklearreaktor. So, der Nuklearreaktor, jetzt wird's lustig. Braucht einen Generator, das ist ein Iron Furnace, also schon mal 5 Iron. Weiter was? Weißt du was? 5 Iron, 8. Dann 8, 16, 24, 36 Iron, braucht der noch? So, 36 Iron. Fangen wir doch schon mal so an. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Netflix, wir brauchen Advanced Circuits. Wo kommst du, blöde Kuh, schon wieder her? Ich hab doch da oben alles ausgeleuchtet, oder? Also, wo war ich dran? Wir brauchen Advanced Circuit, das ist ein Integrated Circuit. Da brauchen wir zwei Stück von. Machen wir schon mal. Also, das sind 12 Redstone und 6 Gold. Dup, dup, dup. Oh, der hat kein Wasser mehr. Dann solle er Wasser bekommen. Der Knecht. So, Wasser ist drin. Generator, da braucht noch eine RE-Batterie, ne? Ja gut, der braucht jetzt erstmal. Komm, dann machen wir schon mal 2 alles fertig. Ah ja, das kann hier weg, da war das Rezept von den Filtern. Machen wir hier raus nochmal die Iron Ingots wieder. Ich habe noch Tinplates, sehr schön. So, jetzt aber erstmal so. Hab ich noch den Cutter? Ja, hab ich, dann wird einfach mal gerade Ressourcen verschwendet sein. Also, das ist falscher Hammer. Vorteil. Ja, ich weiß, Ressourcenverschwendung, Mama. Aber ihr wollt ja in der Folge noch was sehen, oder? Wo ist der Cutter? Cutter, Cutter, Cutter. Da. Energy Flow. Ja gut, dann tun wir das mal ganz kurz weg. Insulated Redstone Cable. Zack, zack. Dann nehme ich noch ein Iron Ingot aus und dann schmeißen wir eins nach, dann nehmen wir die Platten schon raus. Da brauchen wir 3 Stück von. Jo. Okay. So, hier war ich schon. Ein Iron Plate. Zack. Ein Basic Machine Case, den können wir schon mal machen. Den Sand schmeiß ich hier rein. Oh, wie wurde verbrannt? Brauchen wir auch noch nicht. Das bleibt dann noch drin. So, genau. Ein Iron Furnace brauchen wir. So. Dann kommt das dahin. Wir holen jetzt einfach nochmal neue Iron Plates. 10 Stück, das sollte reichen. Zack, 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 zack. Iron Furnace. Iron Plate. Die kommen da wieder hin. Da brauchen wir noch einen Generator. Tin Cable und. Ja, gut.
Elektroteilen brauchen wir. Wie viel kriegen wir hier raus? Eins. Und den Cutter, dann machen wir nochmal ganz kurz so. Dann kann das hier wieder zurück. Dann machen wir hier mal ganz schnell die Batterie fertig. Wo ist das Rubber? Da. Darauf sollte man so auch bald mal fokussieren auf eine ordentliche Baumfarm, hier rubbermäßig. So. Generator. Suitable Power. Ja, da kommt das Fertige, machen wir hier rein. Generator haben wir. Nein. Reactor Chambers sind 4, 8, 12 LED Plates plus 36 sind 48. Ja, das war jetzt sehr schlau. Jetzt muss der noch hier zu Ende machen. Gehen wir den noch einen Moment. Können wir währenddessen hier nochmal so weitermachen. Was braucht man noch für den Advanced Circuit? Ah ja, die Redstone Chipset brauchen wir noch und hier die Teile. 1, 2, 3, 4. So. Ja, machen wir hier rein. Das. Das. Und das. Und dann brauchen wir Basic Capacitor. Da brauchen wir Signalum. Können wir das? Redstone, Molten Copper, Silber. Und Redstone können wir einfach. Was brauchst du ernsthaft noch ein Magma Crucible? Boah, Alter. Dieses Pack, ne? Können wir nicht irgendwie anders an ein Signal rankommen? Leismelter. Was kostet der? Ich hatte so eine Befürchtung. Ja, vergessen wir das erstmal. Alter, na. Kann man nicht einfach so Redstone nehmen? Hier sind so 10 Stück. Ich frage. Ich will es erst gar nicht erst wissen. Ich weiß nicht wieso. Hier, selbst hier die Schmiede müsste ausgelöscht sein. Naja. Jo, ist okay. Kann man sich irgendwie anders mal Redstone verflüssigen? Und das Firewater, ja gut. So kommen wir auch in Flux Elektrum, das ist sehr gut zu wissen. Magma Crucible. Warte, jetzt machen wir das mal ganz einfach. Hier, da war's. Destabilized Redstone, Sweezer, Magma Crucible, Fluid Transport. Jetzt habe ich zu viele Platten gemacht, aber gut, kann man immer gebrauchen. Okay. Ja, haben wir noch eine über. Was brauchen wir für einen Magma Crucible? Nether Bricks. Ist nicht schlimm, können wir schnell machen. Da brauchen wir jetzt nur einen Stone Barrel. Brauchen wir einen neuen Korbel. Komm, und da schmeiße ich jetzt endlich mal hier ein ganzes Stack rein. Wie sieht das hier mittlerweile aus? Oh, sehr schön, das tut so gut zu sehen. Ich laufe mir mal ganz kurz einen Oreo-Kick zu essen.
Kein Product Placement, ne? So. So, Verzeihung, da ich mal kurz Knusper kann. Machen wir die Stone Bubble fertig. Auch wenn ich mir vorkomme, als hätte ich schon eine Stone Bubble mal gecraftet. Ja. Ich muss noch pumpen. Beziehungsweise trinken. Hat schon 15 Minuten? Wow. Okay, hier Stone hin. Ich will mal ganz kurz schauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hatte noch ein Rezept drin, aber nee. So. In der Zwischenzeit, komm, ich habe hier drüben das Rezept noch von Truhen. Hä? Da. Meine Truhen. Ich mache jetzt mal hier endgültig mal eine Werkzeugtruhe rein. Damit wir mal wirklich Platz haben im Inventar. Und dann tue ich hier so Technikzeugs mal rein. Ungefähr so, ja. Boah, wir gingen mir ein bisschen auf den Nerven mit dem Inventarplatz gerade. So. Stone Barrel haben wir. So. Wie kommen wir jetzt an Lava? Ja. Jetzt habe ich schon gesagt. Wie kommen wir an Netherrack ran? Redstone und Lava ergibt Netherrack. Das müssen wir jetzt einmal ganz kurz machen, bis wir... hier. Bis noch zwei Redstone übrig sind. Und zwar ungefähr so. Jetzt haben wir 8 Stück davon, das lasse ich einfach mal da stehen. Und dann brauche ich mal ganz kurz hier drin. Boah, das wird so gut anzusehen, ne? Da könnt ihr euch nicht vorstellen. Boah, Quaschturanium haben wir jetzt auch schon einiges. Boah, ich merke gerade, wie meine Zunge wieder so ein bisschen sprachvoll wird. Ich glaube, die braucht ein bisschen Feuchtigkeit. So. Verzeihung, ich mache das eigentlich nicht so gerne, wirklich in der Aufnahme zu viel zu trinken und zu essen, aber irgendwie ist gerade komisch bei mir. Und nein, dort bin nicht ich. Ich meine, ja, ich auch, aber ihr wisst, was ich meine. So, das haben wir. Was braucht man noch? Ein Machine Frame, Letstone Energy Cell Frame, dort ist kein Thema. Inver Gears, okay. Dann schmelze ich mal schnell das Inver ein. So. Zack, zack, einmal Austausch. Ja. Ein Energy Cell Frame ist kein Thema. Da sind es noch 4 LED. Und war das Harddesk oder normales Glas? Normales Glas. So. Das ist heute wieder ein neuer Tag. Entschuldigung. Genau deswegen mache ich das nicht gerne in der Aufnahme, weil ich weiß, dass ich dann irgendwann davon ausstoßen muss. Aber naja, ist jetzt passiert, Ende. Na, 4. Komm schon, 4. Hier da... Vielleicht kann ich eigentlich mal da oben mit reintun. Ich dachte, der hätte gerade was umgewirbelt. So. Zack. Zack, 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 zack. Und zack. So. Das kommt dahin. Die kommen da und dahin. Ein Redstone Reception Call. Haben wir ja so lange nicht mehr gemacht. Weiß schon gar nicht mehr, wie das aussieht, ne? Machine Frame und die Invaliers.
mach ich mal ganz kurz hier. So, so. So. Und jetzt. Zack. 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 Sehr schön. Das klumpe ich jetzt mal da oben dran. Machen wir daran mal Output. Und dann. Ja, jetzt bräuchte ich eigentlich doch nochmal Glas. Weil ich wollte noch einen Portable Tank machen, damit wir das auch weiter verbringen können. Also so, wo meine Aussprachkünste sind heute legendär wieder. Also ich bin ehrlich, das hat sich schon mal in Let's Plays, dass ich so scheiße kommentieren kann bisher. Ist okay, ist okay. Ja. So, nach vorne. Ja, machst du super. Und sehr schön. 1000 Millibuckets. Jetzt dürfte hier das Glas fertig sein. Gleich hier, ne, nicht in die an Kopper mit. Der Kopper in Gott. Der David Copperfield. Kennt man ja, ne? David Copperfield, ne? So, und wenn ich jetzt das da anklatschen würde, ungefähr so, hätten wir da drin 1000 Millibuckets Portable. Ja, boah, Alter, ich bin so durch. Das war knapp. Ja. Ich weiß, wie ich das mache. Das wird jetzt lustig. Wird euch runterfallen, setzen Sie jetzt Ihre Wetten. Komm schon, da. Oh Mann. Jetzt wird es richtig lustig. Alter. Ich sehe mich gerade sowas von unten, ne? Besonders jetzt. So. Alter, dass das geklappt hat. Ich glaube, ich bin komplett geistesgestört. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal die Stabilize wird's dann drin. Sehr schön. Und damit können wir jetzt auch das Signal fertig machen. Was war das noch? Und ein Signal um. 3 Kupfer, 1 Silber. Okay. Mache ich fertig. So. Aber ich wollte jetzt. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich gleich auch schon pennen gehen. Fahren wir für mich heute ein harter Tag. Deswegen würde ich sagen, machen wir dann morgen weiter. Ich mache mir hier nochmal kurz einen Spigger, ne, dadurch weiß, was ich gemacht habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.